Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute mal so ein bisschen überlegt, was wir denn besprechen können. Und was mir schon lange auf der Seele brennt, ist das Thema Kettenpflege. Ich habe da nämlich durch Zufall was rausgefunden, was euch auch interessieren könnte. Das ist jetzt hier kein gesponsertes Video. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Kettensprays, die ich alle schon benutzt habe. Kettenspray, ja. Wie viel Wert legt man darauf? Wie gut ist es? Was muss es können? Und das würde ich euch kurz einfach mal erklären. Ich bin jetzt kein Chemiker. Wie gesagt, das ist sehr bunt. Wir haben sämtliche Sprays hier, die ich euch einfach mal zeigen möchte. Und da sollten wir quatschen. Durch einen Zufall kommen so Sachen raus, so Sachen auf den Tisch und dann denke ich mir, Mensch, das interessiert mich, das könnte euch auch interessieren. Also von daher, ich, wie gesagt, bin kein Chemiker, ich weiß jetzt nicht, welche Zusammensetzung da drin ist oder welche Mittel es braucht, dass es ein gutes Spray ist. Aber wir fassen mal kurz zusammen, ein gutes Kettenspray sollte sich normalerweise schön auftragen lassen. Ihr seht's so ein bisschen an dieser Flasche, da hat es irgendwie mal Probleme gegeben, dass das Kettenspray zwar ausgetreten ist, aber nicht hier, wo es raus soll, sondern eher so neben dem Sprühkopf. Passiert auch. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, das ist jetzt deswegen schlechtes Kettenspray. Alle Sprays, wie sie jetzt dastehen, habe ich schon mal verwendet. Und eins war wirklich herausragend. Aber bevor ich jetzt da mal loslege, würde ich sagen, hauen wir erstmal überall einen Klecks von jedem einzelnen Spray aufs Papier. Manche sind farblos, manche sind grün. Das ist zum Beispiel hier so in grün. Das fand ich jetzt relativ gut, weil es sich schön auf der Kette verteilt und weil man das überschüssige Spray auch gut mit einem Lappen aufnehmen kann. Das hier ist ein Kettenspray von Elf. Das ist wahrscheinlich das Exotischste, was du jetzt nicht überall im Handel findest. Fand ich dennoch auch nicht schlecht. Es hat eine wahnsinnige Klebekraft. Kleben und haften, das ist ja im Endeffekt auch ein wichtiger Aspekt bei Sprays, dass du es, wenn du es aufbringst, auf vorzugsweise eine warme, gereinigte Kette, dass es sich da schön verteilt und dann auch dort kleben bleibt. Im blödsten Fall, ja, im schlimmsten Fall, haut das Kettenspray von der Kette runter und verschmutzt die Felge. Meine Ansprüche sind gerade noch mal ein Stück weiter. Hier sind einige Kettensprays auch speziell für den Offroad-Einsatz. Ich würde aber sagen, was im Offroad gut funktioniert, sollte auch auf der Straße okay performen. Also ich habe festgestellt bei einem Spray von diesen ganzen hier, dass das eine sehr gute Eigenschaft ist, wenn du regelmäßig nach dem Eindreckeln das Motorrad sauber machst und dann keinen super Spezialreiniger brauchst, sondern einfach mal ein bisschen mit einem Reiniger, mit einem normalen Motorradreiniger über die Kette gehst und die dann auch wieder sauber ist. Das finde ich praktisch. Ich wollte überall jetzt mal einen Klecks drauf sprühen, ne? Normalerweise vor Gebrauch schütteln. Okay, wir sprühen jetzt kein Motorrad ein. Ich hau jetzt einfach mal hier so einen Klecks drauf, dass man ungefähr sehen kann, wie sich das verhält. Ja, das war das jetzt von Fuchs. Das ist hier das Grüne. Ja. Grün. Dann haben wir... Auf der Kamera sieht man das nicht, das Grüne. Sieht man es ein bisschen, oder? Dann haben wir hier das... super klebende, farblos, würde ich jetzt auch mal so sagen. Dann das von Yamaloop. Verteilt sich auch schön. Dann haben wir wahrscheinlich das, was den meisten am bekanntesten vorkommt, das S100. Hier räumt die Frau Hallo die Dekoration ab. Das ist ein weißes Kettenspray. Okay, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so erkennen. Und jetzt kommt das Offroad-Kettenspray von Motul. Auch wieder so ein bisschen Grünton drin. Ähnlich wie das von Champion. So, und dieses Kettenspray, um dieses Kettenspray geht es eigentlich. Ich habe durch einen Zufall erfahren, dass das extra gut ist. Oder kann man das so sagen? Ja. Extra gut? Also
Es schützt die Kette, ja, es ist gleichmäßig auf der Kette drauf. Es sammelt keinen Dreck auf. Das fand ich cool. Also wenn du so richtig im Dreck unterwegs bist, ja, dann willst du ja irgendwo, dass die Kette geschützt ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es ja doof, wenn die Sprays so eine klebende Wirkung haben, dass der Dreck wie so ein Magnet angesaugt wird. Und von daher habe ich mir gedacht, ich zeige euch das. Und morgen geht's wieder ein bisschen in den Offroad. Ich würde das jetzt einsprühen. Und dann gucken wir uns das Ergebnis morgen nach dem Fahren an. Für euch nur ein ganz kurzer Augenblick. Also, wie man jetzt hier erkennen kann, ist die Kette trocken. Die ist auch nicht mehr eingesprüht worden nach dem Waschen. Das heißt, wir haben hier auch schon eine leichte Oxidation. Also hier hat schon so ein bisschen was reagiert. Nicht ideal, aber ich wollte warten, bis ich einfach hier an so eine Flasche komme. Wieso bin ich drauf gekommen? Weil jemand Nettes dieses Spray benutzt hat bei meinem Motorrad und ich gefragt habe, ey, was ist denn das für ein Zeug? Habt ihr die überhaupt eingesprüht? Ja, ja, damit. Und das mache ich jetzt auch. Und das Ergebnis gucken wir uns natürlich dann nach dem Fahren an. Was gut ist, dass der Sprühkopf hier relativ lang ist, dass du hier so ziemlich präzise hin kannst, ohne ganz nah mit der Flasche hin zu müssen. Also vom Auftragen her sieht das schon mal ganz gut aus. Kette wird ja immer von innen nach außen eingesprüht. Weil sie jetzt komplett trocken war, gehe ich hier auch richtig satt drauf. Einfach, dass das hier mal ganz ordentlich eingesprüht ist. Und wo ich immer so hingehe, so an die Seiten, wo du eigentlich gar nicht so viel Spray brauchst, dass ich hier das einfach mal so kurz abziehe. Ja, insgesamt würde ich sagen hellgrün, aber auch eher dezent. Fällt jetzt auf diese goldenen Kette, da fällt es nicht auf. Zum Schluss will ich ja irgendwo nur, dass das Spray auf der Kette ist. Wie gesagt, weder auf der Felge, noch auf dem Motorrad, noch auf dem Nummernschild, noch auf der Verkleidung. Ja. Guten Morgen. Also für euch war es ja nur ein kurzer Augenblick. Ich bin heute früh schon eine richtig große Runde gefahren. Also so circa 150, 160 Kilometer. Auch gemischt, also ein Stückchen Landstraße, ein Stück Autobahn. Und jetzt gucken wir uns die Kette an. Also wir haben 15 Grad ungefähr. Eben war Nieselregen. Und wie die Kette aussieht, das zeige ich euch jetzt. So sieht das doch mal gut aus. Also wirklich ordentlich dick eingesprüht. Es ist nichts ans Nummernschild hingekommen. Also so mag ich das. Jetzt werde ich heute noch bestimmt 350, 400 Kilometer fahren. Und dann bin ich gespannt aufs Ergebnis. Hier sieht man schon, das hat sich gut verteilt. Und ich finde es halt praktisch, weil du nach so einer großen Tour dann nachher einfach nur drüber wischst und dann ist die Kette wieder tippitoppi sauber. Also das ist jetzt so Stand nach den ersten Kilometern. Leute, ja, ich habe mega Schnupfen und jeder Mann kann es nachvollziehen. Wir halten es kurz. Das ist meine Bürste und ich werde jetzt das Motorrad nach dem Fahren, ihr seht ja jetzt die Bilder, das sieht wirklich nicht so sauber aus, ja, einfach reinigen. Ich sprühe jetzt so ein bisschen auf die Kette drauf mit einem ganz normalen Motorradreiniger und hier mit der Bürste fahre ich da einmal durch. Dann geht's zur Waschbox, kommt zurück und dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis jetzt muss ich sagen, sensationell, weil da hängt so gut wie gar kein Dreck dran. Jetzt hat man wahrscheinlich gar keinen großen Vergleich, oder? Du siehst es so ein bisschen, oder? Was meinst du? Du siehst ja öfter mal, wenn... Also normalerweise hängt da richtig viel Schmodder an der Kette. Das ja, die ist gewundert. Halt deutlich dreckiger, weil ein anderes Spray einfach den Dreck mehr aufnimmt. Also das ist wohl so. Dummerweise haben wir jetzt keinen Vergleich irgendwie, ne? Ja. Von Ketten, die so richtig eingesaut sind. Also, ich mache jetzt alles sauber. Wie gesagt, einmal kurz einsprühen. Dann ein paar Meter zur Waschbox mit der Bürste hier vorbehandeln, runterwaschen und das Ergebnis gibt's gleich. Ta-da-da-da! Also, ganze Arbeit geleistet, Motorrad sieht wieder ordentlich aus. Was ich absolut feier, ist die Tatsache, dass die Kette einfach nur mit einem ganz normalen Motorradreiniger sauber geworden ist. Und jetzt geht's einfach nochmal ans Einsprühen und dann einfach alles zum Schluss wiederholen, ne?
Spaß haben, fahren, reinigen, sprühen. So ist der Tonus und ich finde es echt unglaublich. Wie gesagt, es ist ein Vergleich wirklich zu vorher. Da hat die Kette definitiv mehr Schmutz aufgesammelt und dann musste man ab und zu mal mit dem Kettenreiniger ran. Jetzt kann natürlich auch sein, dass es über einen gewissen Zeitraum so ist, wenn man jetzt immer wieder drauf sprüht, dass man schon zum Schluss mit einem Kettenreiniger arbeiten kann, soll, muss. Aber mein Vergleich bis jetzt zu den anderen Produkten, die ich ausprobiert habe, ist das eine gute Geschichte. Wir haben im gut sortierten Handel versucht, an dieses Kettenspray zu kommen. Allerdings schwierig. Also der eine wusste gar nicht, ne, dass es das gibt. Ja, ja, stimmt. Und meinte dann, er kann es bestellen. Aber ich hau euch auch einen Link rein. Kannst du ganz normal bei Amazon ordern. Also in diesem Sinne, ich sprühe jetzt ein. Und das habt ihr ja schon gesehen. In diesem Sinne. Also, Tschüssikowski, Wissanimanski. Bleibt auf dem Kanal, guckt in die Playlist, lasst ein Däumchen da und schreibt gerne in den Kommentare rein, welches Kettenspray ihr verwendet. Wäre super interessant.